Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Wir wünschen euch frohe Ostern und anlässlich des Osterns habe ich mich entschieden, einen Osterfeinsteller zu spielen. Und zwar spiele ich mit der Teerflasche und den genähten Beutel. Damit werden meine Fallen dunkler und damit habe ich mehr Fallen zur Verfügung. Also sozusagen kann ich viel mehr Ostergeschenke ins Gras legen, die Überlebenden hoffentlich alle aufsammeln werden. Ne? Dann habe ich mich für die Perks Niemand entrinnt dem Tod, Korrupte Intervention, Fluch, Nervenkitzel der Jagd und Fluch aufgezehrte Hoffnung entschieden. So nach dem Motto, korrupte Intervention hilft mir, dass ich meine ganzen Ostergeschenke ins Gras legen kann. Dann habe ich noch Fluch, Nervenkitzel der Jagd und Fluch aufgezehrte Hoffnung. Das sind sozusagen die Totems, werden zu den leuchtenden, bunt bemalten Eiern, die ich als Osterhasenfallensteller verteidigen möchte. Und dann habe ich noch Noed, falls sie die Eier nicht zerstören, habe ich dann noch einen Perk. Ich weiß, das ist ziemlich weit hergeholt, aber ich habe keine schillernden Scherben für die Bunny Fang. Deshalb muss der Osterfeinsteller herhalten. Na gut, genug geredet, ab in die Runde. Und da sind wir auch schon. Frohe Ostern euch allen. Ich mit dem Feinsteller werde jetzt gleich ein paar Osterüberraschungen aufstellen. Und dank der dunklen Fallen kann ich das eigentlich machen, wo ich will. Das ist wunderbar, denn wir müssen schnell anfangen, die ganzen Fallen zu legen. Ich platziere hier überall mal ein paar Fallen, ein paar Random Traps. Dort hinten hat es einem Totem gekracht. Boah, die sind flink. Ist das Totem unten? Ja, das ist unten. So. Oh, gut gemacht. Das waren Kreise und es war hektisch. Schönes Ding. Einmal. So, und es hat dort wieder gekracht. Ich wusste es. Hallo, Mac. Und sie läuft in eine Falle rein. Okay. Den mache ich kaputt. Und die... Wie hieß sie? Die Jane wurde schon wieder befreit. Hier stelle ich einfach eine neue Falle auf. So, weh, die gehen jetzt hier meine Ostereier. Es hat stundenlang gedauert, die überhaupt so schön anzumalen. Also, Finger weg. So, ich gehe aber jetzt erstmal rum und stelle die Falle wieder neu auf. Einmal. Eigentlich wollte ich die Falle neu stellen. Boah, Leute, ihr macht mir jetzt aber Stress. Ich kann aber auch niemanden finden, ne? So, die stelle ich einfach neu, zack. Und irgendwo kriechen Überlebende rum, die ich nicht sehe. Und die haben den ersten Generator gemacht. Ah, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Hier unten liegen auch zwei Fallen, die nehme ich einfach mal mit. Und stelle die auch wieder auf. So, aber andererseits, wenn die sich jetzt hier so auf die Fallen festbeißen, auf die Totems festbeißen, haben sie vielleicht nicht so die Zeit, die Generatoren zu machen. Blöd wäre nur, wenn zwei Leute sich nur auf die Totems konzentrieren und der Rest dann sich auf die Generatoren. So, ich setze hier einfach ein paar neue Fallen hin. Die haben sich jetzt erstmal geheilt. Auch dafür wieder Zeit verbraucht. Und wieder hier Fallen entschärft. Boah, Leute. Die kann ich auch schnell wieder aufstellen, meine Liebe. So, Mac. Danke fürs Umwerfen. Und viel Spaß in meinem Fallenfeld. So, und jetzt da rein. Schade. Oh. Boah, ich weiß nicht, was heute los mit mir ist. Was heute los ist mit mir, so rum. Einmal. Ich wechsle das Ziel. Einmal. Oben hat es irgendwo gekracht. Das war bei einer Falle. Da drinne ist die Jane. So Leute, ihr wollt mir doch jetzt nicht meine Osterfreude kaputt machen. Sie läuft halt immer den Bogen ums Fenster, weil sie weiß, dass da eine Falle ist. Dann weißt du aber auch, dass du gerade so ein bisschen Probleme hast. Die haben die Falle entschärft und sind am Totem. Aber auch nur kurz. So, die kann ich schnell wieder aufstellen. Zack. Und dort hinten haben wir irgendwo eine Claudette gesehen. Wo ist eigentlich das andere Totem dort hinten irgendwo?
setze hier eine Falle hin. Boah, Leute. Ihr macht es mir jetzt aber echt stressig. So, hallo Mac. Die Falle setze ich einfach... Nee, die nehme ich einfach... Ja, ich mache die Falle jetzt nämlich kaputt. Boah, ein Stress jetzt hier. Hiervor setze ich auch einfach eine Falle. Zack. Ich weiß aber auch, dass die hier alle noch rumlungern. Und sie haben gerettet und ich war weit genug weg für die aufgezeigte Hoffnung. Das Gute ist, dass die Fallen relativ nah, dass die Totems relativ nah beieinander sind. So, einmal. Die gehen wieder an die Totems. Die klippt der dort. Das Gute ist, sie haben keine anderen Totems zerstört. Deshalb Dauerzeiten weichen, bis sie die Totems zerstören. Weshalb ich hier nochmal jagen kann. Der guckt nach hinten, wie hart im Nehmen. Hab ich dich. Ihn muss ich schnell mitnehmen. Denn die werden sich wahrscheinlich jetzt schnell wieder in die Totems setzen. So, du kommst hier hin. Und dann gehe ich nach dort oben. So, das, die machen es mir jetzt natürlich richtig schwer, die ganzen Totems zu halten. Ich habe hier rechts von mir auch jemanden gesehen. Aus dem Augenwinkel. Eine Claudette war das garantiert. Dort oben. Die, wie hieß sie? Die Jane. So, Leute, ich kann die Feinde zum Glück schnell wieder aufstellen. Also schnell wieder nachstellen. Und sie nehmen sich ja die Zeit und entschärfen jede Falle. Welche Überlebende, ne? Die haben wir echt zu tun. So, ich gehe nach hier hinten. Dort hinten haben wir die Jane arbeiten. So, Jane. Ausgewogene Landung oder nicht? Das ist hier die Frage. Haben wir hier jemanden stehen? Nein. Sie hat eine ausgewogene Landung. Das Problem ist, läufst du in die Random-Falle? Was? Einmal. Hier trete ich gegen. So, Claudette. Die machen es halt wirklich... Dort vorne. Okay, aber gut, wenn ich sie jetzt habe... Und sie hat einen Schlüssel, verdammte Axt. Das ist gefährlich. Das ist gefährlicher als jedes entschärfte Totem. Hab ich dich? So, wenn sie jetzt Claudette retten, habe ich meinen Spaß. Ich glaube nicht, dass sie das Totem schaffen. Da bin ich, denke ich, schneller. Dort haben wir die Mac. Einmal. Die stelle ich schnell wieder auf. Zack. Und jetzt der Jane weiter nach. Die rennt nach dort oben. Okay, dritte Rettung. Boah, die rennen hier immer in das Haus rein. Da habe ich keine Lust, die Leute zu jagen. Verdammt. Jetzt spielen sie mit mir. Aber jetzt habe ich auch meine drei Zeichen. Das heißt, nicht mehr lange. Und sie haben jetzt den Zappen hier. So, hallo Mac. Habe ich dich? Schade. Ich dachte, sie bleibt. So, Claudette. Du jagst mich ja ganz weit weg. Dich habe ich auch. Wunderbar. Einfach jetzt Druck machen. Alle Leute umhauen. So kriegen wir es vielleicht. Die haben den Mac aufgehoben. So, und Claudette hängt. Zack. Und wir gehen weit genug weg, so schnell wie möglich. Wir haben hier drinnen jemanden. Wir hatten hier drinnen jemanden. Ich werde jetzt auch nicht zu weit von meinen Totems weggehen. Da wurde gerettet. Viertes Zeichen. Wir haben 1, 2, 3 Gens. Und der David fest an und denkt, das ist eine gute Idee. Gut, wenn er mich jetzt hier wirklich in diese Ecke lenkt.
du kommst auch klein. Sie müssen jetzt wirklich versuchen, die Totems zu machen. Andernfalls habe ich sie wirklich in der Hand. Was gut ist, ich habe halt bei den Totems Fallen gelegt. Und ich bekomme es halt mit. Zack. Dort hinten. Ich trete hier kurz gegen. Und dann mache ich mich direkt auf den Weg. So, Leute. Zieht ihr durch? Er lässt sich sterben. Angsthase. Schade. Wäre halt cool, hätte der mir jetzt mein fünftes Zeichen gegeben. So, ich weiß, dass Claudette einen Schlüssel hat. Das heißt, sie müssten noch einen Generator machen, bevor das Ganze hier hässlich wird. Dort hinten wieder. Aber sie haben es nicht angefasst. Jetzt haben sie es angefasst. Wieder angefasst. Ich schaue, da sitzt aber niemand mehr. Hallo, Jane. So, sie geht runter. Nutzt ihre ausgewogene Landung. Und ich besuche die Mac. Ab in den Schrank, ich wusste es. Die hat schnell und leise. Daher habe ich das nie so richtig mitbekommen. So, zack. Das ist ihr erster Haken, aber mein letzter Haken, den ich brauche. So, ich gehe wieder weg. An dem Totem ist auch niemand. Sie sind dort hinten am Gen. Ich sag ja, entweder machen sie jetzt die Gens. Claudette. Die hätte ich halt jetzt gerne. Find meine Claudette wieder, wenn die sich ins Schilf hockt. Die siehst du nie wieder. Und sie haben gerettet. Und irgendwo, Claudette ist dort oben. Okay. Okay. Einmal. Solange sie dort in der Falle sitzt und nicht das Totem anfasst, hat sie sich befreit. Ich gehe trotzdem kurz hin. Dort oben haben wir die Mac. Hab ich dich. So, jetzt hat die, wie hieß sie, Jane Zeit, Claudette aufzuheben. Aber ich nehme jetzt Mac aus dem Spiel. So, und auf den Boden und jetzt kriegst du die Klinge. Wer meine heiligen Ostereier anfassen möchte, stirbt. Jetzt wissen wir aber, dass dort oben die Claudette ist mit dem Schlüssel und sie steht wieder. Sie stand wieder die längste Zeit. Jetzt hinten haben wir... Oh, perfekt, es war sogar die Random-Falle. Ich gehe auf die Claudette. Weil die Claudette diejenige ist, die mir jetzt am gefährlichsten wird. Egal, ob sie jetzt ein Totem zerstören oder nicht. Claudette nervt mit dem Schlüssel. Sie fassen dann wieder eine Totem an. Hab ich dich. So, entweder sie zerstören das Totem und ich habe Pech, aber sie zerstören es nicht vor Claudettes Tod. Puh. Und sie haben die aufgezehrte Hoffnung auch noch zerstört. Aber perfekt, wir haben Claudette geschnappt. Hier ist nicht die Falltür. Das heißt, wir müssten jetzt die Jane finden. Jane war die letzte, die lebt. Und wir haben die Falltür gefunden. Schöne Sache. Falltür zu. Und Noed aktiviert sich. Tja, meine Lieben, hättet ihr mal alle normalen Totems zerstört, dann wäre ich jetzt nicht so ein böser Osterhase. So, hier setze ich schnell eine Falle vor. Und dann gehe ich zum anderen Tor. Beim anderen Tor glaube ich halt nicht, dass sie war, weil ich sie da wahrscheinlich auf dem Weg gesehen hätte. Doch, sie ist beim anderen Tor. Aber nur eine Lampe leuchtet. Ich denke, das sollte ich schaffen. Zwei Lampen leuchten. Und habe ich dich. Okay, nein, nein. Ich bin hier der böse Osterhase. Und ihr sterbt. Ihr habt mich lang genug mit den Totems genervt. Es ist zum Glück aufgegangen. Schade, dass sich David am Hacken hat sterben lassen, aber gut, wir können halt auf sowas dann keine Rücksicht nehmen. So, wunderbar. Die Fallen sind gut aufgegangen.
Ich bin sehr zufrieden. Perfekt, schöne Sache. Aber naja, hätten sie mal die normalen Totems zerstört, dann hätten sie, denke ich, deutlich weniger Probleme gehabt. Aber so ist es natürlich der Sumpf und das mit den normalen Totems ist leichter gesagt als getan. Unbarmherziger Killer, ich glaube, das war der normale Pip oder der Double Pip, ich weiß es gerade nicht. Es ist der normale Pip, okay. Also, das waren meine Überlebenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch allen noch frohe Ostern. Ja, und viel Erfolg beim Ostereier suchen. Und passt auf, dass ihr nicht in eine Falle lauft. Ja, da würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.